Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Haut nach einer Operation zu verschließen. Sie kann genäht oder geklammert werden. Im Folgenden sehen Sie, wie Klammern entfernt werden. Das Bett wird nach oben gefahren und das Kopfteil flachgestellt. Die Bauchbinde wird geöffnet und die Naht desinfiziert. Jetzt wird's mal kalt, nicht erschrecken. Da es manchmal nötig ist, die Naht mit den Fingern zu berühren, werden sterile Handschuhe angezogen. Hier sehen Sie den Mechanismus des Klammerentferners. Seine Zangen verbiegen die Klammer, sodass sie sich entfernen lässt. Der Klammerentferner wird behutsam unter die Klammer geschoben, die Griffe werden zugedrückt und die Klammer vorsichtig herausgezogen. Hier noch einmal. Entferner platzieren, Griffe zusammendrücken, Klammer herausziehen. Die Klammern werden auf einer sterilen Kompresse abgelegt, um die Kontamination des Entferners zu vermeiden. Sie sollte in Reichweite liegen. Anschließend wird die Naht desinfiziert. Der Patient kann sich die Klammern bei Interesse gerne anschauen. Je nach Standard wird ein Pflaster aufgetragen. Dann wird die Bauchbinde wieder angelegt. Gut, das war's dann. Überstanden. Das Bett wird wieder nach unten gefahren und das Kopfteil nach Wunsch eingestellt.